Oh, mal sehen. Mit dem Alsterdampfer in die Stadt. Meine Schwester und meine Frau fahren mit dem Alsterdampfer. Hier sehen wir noch das Uhlenhorster Fährhaus. Sehr schön, sehr lange, sehr ausführlich. Jetzt landen wir am Jungfernstieg. Meine Frau zeigt meiner Schwester Hamburg. Damals waren wir verlobt. Jetzt gehen wir zum Hafen und machen dort eine Hafenrundfahrt. Das sind noch die alten Hafendampfer. Damals große Hafenrundfahrt, die damals verkehrten. Wenn wir jetzt in den Hafen sehen, das war noch der Hafen von 1939. Mit vielen Schiffen, mit Docks, Dampfschiffen. Hier sehen wir die Walfangflotte, das Walfangmutterschiff Walter Rau. Die Wale werden dort hineingezogen in das Mutterschiff. Und von diesen kleinen Walfangschiffen geschossen. Das ist die Capacona. Die ist am 3. Mai 1945 mit 5000 eingekerkert gewesenen abgeschossen worden. Das ist die Deutschland, ein Hapag-Süd-Schiff. Ein Hapag-Süd. Wir besichtigen es. Meine Frau wurde damals gerade 19 Jahre alt. Sie hatte ein Cape um, das war von ihrer Firma. Mit der Königin Luise nach Helgoland. Damals fuhren zwei Schiffe nach Helgoland. Die Königin Luise und der Dampfer Kaiser. Und wir fuhren mit der Königin Luise. Zunächst ist es ein bisschen überbelichtet. Man fuhr noch von Hamburg nach Helgoland. Das ist der Jan Molsen. Altgedientes Schiff, das immer später noch seine Dienste tat. Die Helgolandfahrt, die ist am 6.7., dem Geburtstag meiner Frau, gemacht. Darum weiß ich das Datum noch so genau. 6.7.39, kurz vor dem Kriege. Das ist der Wilhelm Gustloff, oder die Wilhelm Gustloff. Das KDF-Schiff mit 640 Kabinen, alle einheitlich. Alles wie gesagt, noch mit Dampf, ne? Mit Dampfbetrieb. Cuxhaven wird angelaufen, das ist die alte Liebe. Und dann in die offene See, Kurs Helgoland. Und dann stand ein Verbot, dass man alle Foto- und Filmapparate abgeben musste. Man durfte nicht auf Helgoland filmen oder fotografieren.
Juli 1939.